Hallo, this message is für alle meine Freunde, Bekannte, Familie in Deutschland. Wie ihr seht, bei uns ist wie im Frühling, wenn kein Schnee. Ich bin ganz neidisch für die, die in Deutschland Schnee haben. Aber ich kann mit dem auch leben. Und ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Gesegnetes 2015. Vergesst nicht das Gute im Leben. Lasst euch nicht so viel von der Politik beeinflussen. Denn das Negative so ein bisschen in den Hintergrund setzen. Und dann einfach positiv nach vorne gucken. Alles Positive wird in Erfüllung gehen. Alles Negative wird euch in Abgrund ziehen. Ich wünsche euch das Beste. Findet den Weg zu Gott. Findet den Weg zu Jesus. Denn die Bibel lesen, die Bibel ist, denn die neue Bibel lesen, die ist einfacher zu verstehen. Die alte Bibel, das ist schon unheimlich kompliziert, dass man da überhaupt was versteht. Jesus ist auf die Welt gekommen, dass er uns behütet und uns saved von dem Bösen auf der Welt. Das Böse, der Teufel, regiert schon die ganze Welt, wenn man sieht, was hier angeht. Wenn man die Bibel liest, weiß man genau, was kommt und dass man es nicht verändern kann. Klar, wir dürfen es nicht so einfach so hinnehmen, aber wir können es auch nicht verändern. Da können wir noch so viele Kerzen auf die Straße ausstellen, das ist gut gemeint, aber die Voraussehung, was in der Bibel drin steht, können wir nicht verändern. Wir müssen nur den Weg zu Gott finden, dann sind wir gesaved, dann sind wir gesichert für das nächste Leben. Unser Körper, der gehört hier zur Erde. Unsere Seele gehört zu Gott. Aber unsere Seele wird erst, Gott wird die erst akzeptieren, wenn wir uns ihm öffnen. Wenn wir bittet, dass er unsere Seele in seine Hände nimmt. Und das ist so wie ein kleines Cellphone. Wenn man das Cellphone hier nicht aktiviert, dann funktioniert es auch nicht. So ist mit der Seele das Gleiche. Wenn man die Seele nicht aktiviert, dann hört der Herrgott uns auch nicht. Und wie aktiviere ich die Seele? Immer ganz einfacher Gebet. Da brauche ich nicht nachsitzen, da brauche ich nicht nachknien. Wenn ich einfach zu Gott spreche und ich sage, himmlischer Vater, bitte komm zu mir. Ich glaube an die Kreuzigung von deinem Sohn Jesus. Ich glaube, dass du ihn runtergeschickt hast auf die Erde, dass er für unsere Sünde, was wir Menschen in der Zukunft machen, den Preis schon bezahlt hat. So, wenn du das Gebet betest und das in Jesus' Namen betest und zum Herrgott sagst, bitte schreib mich in das Buch des Lebens, dann wird deine Seele, dein Cellphone, dein Handy wird activated to God. Und das ist alles, was er will. So, dann werden wir uns lösen von der Erde. Dann werden wir, Gott wird unsere Seele beschützen. Viele Sachen, wo krumm gelaufen sind, in der Vergangenheit, lässt er nicht mehr zu. Unser Leben, wenn wir doch einmal ganz ehrlich sind, hat doch immer hoch und tiefs, hoch und tiefs, hoch und tiefs. Der Herrgott guckt da dafür, dass du nur noch Hochs hast, dass du nur noch Highlights hast, dass dein Leben immer noch aufwärts geht, dass du glücklich bist. Man muss wissen, wenn man mit Gott ist, was von Gott kommt und was vom Teufel kommt. Gott will dich glücklich. Gott will dich gesund. Gott will, dass du in einem Wohlstand lebst. Weil das ist wie ein Vater und ein Sohn. Ein Vater will doch stolz sein auf seinen Sohn. Und der will doch nicht, dass der Sohn im Dreck lebt. Oder seine Tochter. Wenn ein Sohn seinen Vater was fragt oder um was bittet,
denn gibt doch der Vater das dem Sohn. Weil aus was man Grund? Weil die Liebe zwischen Vater und Sohn einfach allmächtig ist. Da gibt's nichts. Liebe gibt's nichts Höheres. Wenn man die Bibel liest, dann liest man, dass Gott uns ein Versprechen gegeben hat. Ein Versprechen, wenn wir an die Türe anklopfen, dann öffnet er die Türe. Wenn wir ihn was fragen, dann wird er uns antworten. Wenn wir uns was wünschen, richtig wünschen, dann wird er uns das auch geben. Das hat er in die Bibel geschrieben. Und wenn man den Gott richtig wahrnimmt und ernst nimmt und an das glaubt, dann muss er das halten, was er versprochen hat. Warum? Wenn Gott das nicht halten würde, dann wäre er ja nicht besser wie der Teufel. Weil der Teufel ist ein Lügner. Der verspricht dir alles und gibt dir gar nichts. Ich habe Menschen kennengelernt, die krank waren, die voll Krebs waren, die Tumore gehabt haben, wo kein Krankenhaus und kein Arzt, keine Therapie helfen können hat. Und wo nur einen Ausweg gehabt haben. Und das war Gott. Und Gott, die innerhalb von 24 Stunden wie neu gemacht hat. Organe durch, wo die Leute zurückgegangen sind ins Krankenhaus, haben wieder sich durch röntgen lassen. Und dann haben die Doktors gesagt, das ist ein Wunder. Du hast jetzt ein Leber wie ein Baby. Du hast den Hirntumor. Ist weg. Und wenn man das glaubt, dann tut der Herrgott Berge versetzen. Aber man muss dran glauben. Aber jetzt genug von dem. Ich wünsche euch ein super 2015. Alles soll in Erfüllung gehen. Und wenn ihr irgendwelche weitere Fragen habt, dann tu mir einfach E-Mail über Facebook oder über mein Internet. Danke, tschüss.